Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu Teil 3, wie man die COT-Daten richtig auswertet. Mein Name ist Thomas Bob. Das Bild haben Sie eben schon gesehen. Ich begrüße Sie in meiner Analystenstube. So, wollen wir gleich anfangen, denn es gibt viel zu tun. Und das soll ja für Sie informativ und kurzweilig sein. Was sind überhaupt die Commitment of Traders-Daten, die COT-Daten? Das ist eine Datensammlung, die seit 1962 in Amerika nur auf amerikanische Futures-Märkte durchgeführt wird. Und anhand dieser Daten kann man sehen, wer welche Positionierungen hat. Also, der erste Jahresbericht, hier, ich erkläre Ihnen gleich, um was es da überhaupt geht, aber wir wollen erstmal kurz hier das hier durcharbeiten. Der erste Jahresbericht, den gab es bereits 1924, und zwar zu den Grain Markets. Grains ist Mais, Sojabohnen und Weizen. Und da ja Amerika sozusagen den Corn Belt hat, den sogenannten Maisgürtel im Landesinneren, wird natürlich da schon ziemlich lang, werden da ziemlich lange schon Rohstoffe gehandelt. Seit 1962 wird das natürlich professionell gemacht für alle Futures-Märkte. Und jetzt wird halt es wird also wesentlich einfacher für uns, diese Daten günstig auszuwerten, was früher nicht möglich war. Früher gab es eine monatliche Veröffentlichung, ab 1992 14-tägig und ab 2000 wöchentlich. Das Schöne ist, wenn diese Daten veröffentlicht werden, dann haben sie gegenüber früher den Vorteil, dass sie es 2 Tage später schon hier im Taipan-Programm abrufbar haben und können sich dann den entsprechenden Chart, den ich Ihnen nachfolgend zeige, anzeigen lassen und auswerten. Was für uns weniger wichtig ist, sind immer mehr Informationen, werden in diese Daten reingepackt. Früher war es mal so, dass nur die Futures-Bestände der verschiedenen Marktteilnehmer ausgewertet wurden. Jetzt kommen da noch Optionsdaten dazu, Swap-Dealer und Spreads. Aber ob das dann eine Verbesserung ist, sei dahingestellt. Wir konzentrieren uns nur auf die Futures-Daten. So, was bedeutet überhaupt Commitment of Traders Report? Commitment bedeutet ganz einfach, die Leute sind engagiert. Sie sind engagiert in dem entsprechenden Future, in die eine oder andere Richtung, entweder Long oder Short. Long bedeutet, sie haben gekauft und denken, es steigt weiter, der Kurs ist günstig. Short bedeutet, sie haben verkauft und denken, der Kurs ist überteuert, es geht nach unten. Es gibt da verschiedene Anlegergruppen. Da sind als wichtigstes zu nennen die Commercials, das sind die Produzenten und Verarbeiter. Bleiben wir bei dem Beispiel Korn. Korn ist Mais, da ist der Farmer der Produzent, der jetzt sieht, dass Korn in diesem Jahr von als Beispiel 100 auf 200 gestiegen ist, der wird natürlich seine Ernte dann für 200 schon vorausverkaufen. Der Verarbeiter und Veredler ist auf der anderen Seite Kellogg's. Die produzieren natürlich Cornflakes. Was brauchen die? Die brauchen Mais. Wenn also der Maispreis so massiv nach unten abgerutscht ist, dass er statt 100 auf 70 steht, dann kaufen die natürlich das, was sie brauchen für die Cornflakes für das nächste halbe Jahr schon vorher an der Terminbörse und sichern sich diesen günstigen Preis ab. Das sind die wichtigsten Leute, denn diese Leute müssen nicht Angst haben, wenn es in die falsche Richtung geht. Die wollen einfach nur sich einen günstigen Verkaufs- oder Kaufpreis sichern. Wer natürlich die Bewegung dann in die Wege leitet, das sind die großen Spekulanten, die Fonds, die Banken, die Spread-Trader, die Hedgefonds, die sorgen dann dafür, dass eine Bewegung sich immer mehr fortsetzt. Dann ist es auch umso wichtiger zu sehen, wie diese Leute positioniert sind, wenn dann auf einmal eine große Trendwende ansteht. Kleinspekulanten werden ebenfalls abgefragt, aber die sind für uns völlig unwichtig. Sie sehen es hier unten schon. Wir oder Sie achten am besten nur auf die Commercials. Wieso schreibe ich das hier? Ganz einfach, weil in sehr vielen Börsenbriefen immer auf die großen Spekulanten eingegangen wird. Die hätten eine massive Long-Position oder eine massive Short-Position.
Meine Untersuchungen über 10 Jahre haben gezeigt, die sind völlig unwichtig. Für sie ist wichtig das, was die Commercials tun. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie eigentlich früher oder jetzt noch so ein Report aussieht. Das ist hier ein Report vom 5. April 2016. Den können Sie auf der Website unten unter dem Link abrufen. Und dann gibt es einen Long Report und dann steht, der sieht dann so aus. Das müssen Sie dann auseinandertüfteln, zusammen addieren, um dann die entsprechenden 3 wichtigen Kennzahlen herauszubekommen. Also ich muss sagen, ich kann hier nichts draus lesen. Das heißt, für mich ist diese Darstellungsart völlig indiskutabel. So, wie sieht es dann hier aus? Das ist der Short Report. Derselbe Report, selbes Datum. Der sieht ähnlich aus. Natürlich habe ich hier vielleicht schon einige Zahlen, die für mich wesentlich aussagekräftiger sind, aber ich müsste mir eigentlich jede Woche diesen Report anschauen und die Daten in eine Datenbank einpflegen, für was ich wiederum keine Lust habe. Deshalb gibt es Taipan, deshalb wurden diese Daten jetzt hier nicht nur schon seit mehreren Jahren eingepflegt, sondern sie haben auch eine Vorlage, die aufgrund meiner Vorgaben erstellt wurde und die zeige ich Ihnen jetzt gleich. So, bevor wir natürlich jetzt in Taipan reingehen, in die Software gehen, wo ich Ihnen die entsprechenden Ordner und Charts zeige, nochmal kurz die Meldewerte. Meldewerte bedeutet, wenn Sie eine Long- oder Short-Position zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Woche haben, die größer ist in den entsprechenden Kontrakten wie hier. Das heißt, Sie müssen mehr als 1000 S&P 500 Futures Long oder Short sein oder 50 Kaffee-Futures, Long oder Short, dann gibt das der Broker an die Meldebehörde weiter und Sie müssen ein Formular ausfüllen, damit diese COT-Daten dann entstehen. Sie werden dann zugeordnet, Sie sind entweder ein Commercial oder ein Großspekulant oder ein Kleinspekulant. Und wenn das nicht der Fall ist, sind Sie natürlich so eine wie ich, ein ganz kleines Würstchen mit einem 2 oder 5 Futures oder auch vielleicht mehr, dann ist Sinn für Sie die Commitment of Traders Daten nur auswertbar und Sie können daraus irgendwelche Erkenntnisse ziehen, die dann mittelfristig dafür sorgen, dass Sie einen guten Einstiegszeitpunkt in den entsprechenden Future bekommen. So, und jetzt gehen wir gleich mal in die entsprechenden Ordner und Charts. Bevor wir aber um die ersten Grafiken zeigen mit den Commitment of Traders Daten, möchte ich nur mal darauf hinweisen, wo Sie das Ganze überhaupt immer finden. Erstens gibt es seit neuestem ein spezielles Abo mit den amerikanischen Futures. Das sehen Sie hier mit dem Namen, mit der Nummer 301 und 310 finden Sie in einem Abo, das kostet glaube ich 9 € pro Monat, die Future-Märkte mit den Commitment of Traders Daten. Wenn Sie dieses Abo angewählt haben, wenn Sie dieses Abo haben, dann können Sie sich die Kurse runterladen und dann finden Sie alle wichtigen Futures. Sie sehen hier nicht nur die aktuellen Futures, sondern auch abgelaufene Futures, die Sie dann auswerten können. Dazu können Sie sich natürlich auch Endlos-Futures mit einem normalen Abo anzeigen lassen. Sie müssen aber, hier unten steht es nochmal, die Markt- und Konjunkturdaten, damit Sie die COT-Datenreihen aufrufen können. Das heißt, wenn Sie also keine anderen Markt- und Konjunkturdaten sich anzeigen lassen wollen, wie zum Beispiel das Eurex-Put-and-Call-Ratio oder andere Markt- und Konjunkturdaten, sind Sie also etwas günstiger mit den neuen mit dem neuen Abo betreffend der Futures, denn da finden Sie natürlich auch das entsprechende CFTC-Modul zum Abruf. So, und jetzt machen wir hier mal den entsprechenden Ordner weg, damit Sie den Chart sehen. Und hier sehen Sie schon die mitgelieferte Vorlage, nämlich hier oben sehen Sie den Gold-Kursverlauf Dezember 2016-Kontrakt mit verschiedenen gleitenden Durchschnittslinien. Einmal die 800-Tage-Linie, die 52-Tage- und die 200-Tage-Linie. Den Umsatz sehen Sie hier darunter. Und hier sind die COT-Daten als Linien. So, ich
möchte Ihnen gleich den Rat geben, gehen Sie auf Chart, Verändern und COT-Analyse und setzen Sie einen Haken unter Balkendarstellung. Denn wenn Sie das machen, dann sieht das wesentlich besser aus. Sie sehen, dann sehen Sie auf einen Blick, wer hier massiv Short, wer hier massiv Long ist. So, und hier sehen wir gerade die roten Balken unterhalb der Nulllinie, der Mittellinie. Das sind die kommerziellen Marktteilnehmer, also sprich im Gold die Minenwerte. Und die Großspekulanten sehen Sie hier in Blau, die sind massiv Long gegangen. Bedeutet das natürlich jetzt, dass der Markt fallen wird? Nicht unbedingt, weil Minen können ja auch ihre Produktion schon für die nächsten Jahre im Voraus verkaufen. Wenn die zufrieden sind mit einem Kurs hier von $1,330 für den Dezember-Kontrakt, dann sind die eigentlich ganz zufrieden, weil selbst wenn es auf $1,400 geht, haben die ihre Gewinne schon bei $1,330 sozusagen fertig einzuplanen, da kann nichts mehr schief gehen. Und bei 1400 werden halt die neue Produktion wird dann sozusagen im Voraus wieder verkauft. Aber das ist jetzt nur mal ein Future-Kontrakt. Ich schaue mir natürlich immer den Endlos-Kontrakt an, weil im Endlos-Kontrakt sieht man natürlich wesentlich mehr. Und da möchte ich Ihnen jetzt mal den COT-Chart von mir zeigen. Den sehen Sie jetzt hier. Da habe ich verschiedene Markierungen eingefügt, um Ihnen mal ein bisschen zu zeigen, welche Zonen wichtig sind im Gold. Das ist natürlich für andere Märkte wieder ganz anders. Aber für Gold gibt es eins zu bemerken. Im Gold waren die kommerziellen Marktteilnehmer, also die Minen hier in Rot, noch nie long. Das heißt, wir haben in den letzten 20 Jahren noch nie einen roten Balken über Null gesehen. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Wenn wir einen Balken haben, wenn wir mehrere Monate oder Wochen Balken haben, die fast an der Nulllinie liegen, dann bedeutet das, die kommerziellen Marktteilnehmer sagen, der Kurs ist uns im Gold so niedrig, wir verkaufen nichts. Wir warten ab, bis der Kurs steigt. Und das ist dann, wie Sie hier sehen, eine Zone, in der man dann nach Long-Positionen Ausschau halten soll. So, auf der anderen Seite, wenn diese Leute natürlich diese roten Balken durch den Aufbau von massiven Short-Positionen deutlich ins Minus gebracht haben, dann bedeutet das, hier soll man mit einem Top rechnen. Ich habe jetzt hier mal frühere Zonen markiert, mit einem gelben Kreis, in denen man im Verhältnis zu früher, das ist natürlich alles etwas dynamisch, immer gesehen hat, aha, wir müssen jetzt hier beim zweiten Mal wieder aufpassen, da könnte ein Top anstehen. Und sowas sieht man nicht nur im Gold, sondern auch noch in anderen Rohstoffen, wie zum Beispiel hier Rohöl. Im Rohöl haben wir zum Beispiel auch ganz, ganz selten mal einen kommerziellen Marktteilnehmer, der netto long ist. Das heißt, hier sehen Sie ebenfalls, ich mache das jetzt mal so weit es geht zurück, alle Kurse. Und da sehen Sie das letzte Mal, wo wir hier einen kommerziellen Marktteilnehmer hatten, der netto long war. Das war im Jahre 2008. Ansonsten sind die Short-Positionen der Produzenten immer im Minus gewesen danach. Aber na gut, wir sind ja jetzt in der aktuellen Zeit angekommen und daher müssen wir damit leben, was uns der Chart zeigt. Und Sie sehen hier wieder Zonen von mir markiert, wann die kommerziellen Marktteilnehmer, die ich ja wie bekannt ist, ja hauptsächlich beobachte, ihre Short-Positionen massiv ausgebaut haben. Und da sehen Sie hier, wenn dann da so ein Kursrutsch kommt, unter eine der gleitenden Linien, ist dann das ein erstes Warnsignal. Wenn es nicht mehr weiter nach oben geht, wie hier in diesem Bereich, dann ist das dann auch ein mögliches Signal für eine Trendwende oder hier ein Ausbruch umgekehrt wird. Dann heißt es, jetzt
sollte man nach einem Short-Einstieg suchen. Das kann natürlich lange dauern, wie hier zum Beispiel. Sie sehen, ich habe hier mal einfach in diesem Bereich bereits die gelbe Zone eingefügt, aber es hat natürlich bis jetzt immer noch nicht zu einem größeren Kursverlust im Rohöl geführt. Erst wenn der Rohölpreis unter die rote Linie fällt, dann ist hier eventuell eine Trendwende da. Hier möchte ich noch einmal erwähnen, bitte nutzen Sie hierzu auch die Saisonalitäten, die Sie ebenfalls in diesem Chart mit einbauen können, und dann haben Sie sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, um die Märkte näher einzuschätzen. Ich füge jetzt mal zwei saisonale Linien ein. Das ist jetzt wieder mal eine andere Vorlage, selbst erstellte Vorlage von mir ein. Und da sehen Sie schon, wir haben hier zum 12.02. ein saisonales Tief im Rohöl gehabt und die Commercials waren sozusagen von einem sehr hohen Shortstand, der ja hier war, deutlich zurückgekommen. Wenn man jetzt hier noch eine Trendanalyse einfügt, dann war das natürlich ein klares Zeichen, dass es ab jetzt nach oben geht. Jetzt schauen wir hier mal, wo ist das nächste saisonale Hoch? Wir haben hier zwei verschiedene saisonale Linien. Man kann davon ausgehen, Anfang August oder sozusagen, was haben wir hier, Mitte Oktober. Dann sollte man mit einem Hochpunkt im Rohöl rechnen. Das heißt natürlich nicht, dass es dann erst kommt, sondern wenn wir hier noch eine längere Seitwärtsphase haben und Rohöl fällt unter einen wichtigen Widerstand, das ist jetzt eine wichtige Unterstützung, dann ist das für mich ein Grund zu sagen, Rohöl wird deutlich einbrechen. So, es gibt natürlich auch Märkte, die nicht so einfach einzuschätzen sind. Dazu gehört natürlich der E-Mini-Future auf den S&P. Hier weiß man nicht so ganz recht, wer die kommerziellen Marktteilnehmer sind, aber gerade in diesem Kursrutsch die letzten Tage nach dem Referendum in England sind die kommerziellen Marktteilnehmer massiv short gegangen. Also ich würde diesen Chart jetzt nicht als markant ansehen, wo ich hier irgendwas herauslesen könnte. Dazu fehlen mir die Daten, sind die zu zackig. Leider Gottes gibt es zum normalen Future, zum normalen großen Future nicht mehr genügend Daten, um da eine genauere Einschätzung und eine Analyse zu erstellen. So, und ich habe jetzt für Sie mal hier eine Vorlage als Standardlayout festgelegt, bei dem gleichzeitig die Saisonalität hier zu sehen ist und die Commitment of Traders-Daten. Manchmal sind natürlich von früher noch einige Zeichnungen drin, die ich jetzt mal hier rauswerfe. Und das ist der Sojabohnen-Future, bei dem ja normalerweise jetzt die Ernte in vollem Gange ist oder anfängt. Und da weiß man natürlich nie so genau, was die Farmer tun. Ist das ein hoher Kurs für die Farmer? Meiner Meinung nach haben die Farmer genau das Richtige gemacht. Die sind jetzt massiv short gegangen, haben den Anstieg von 800 auf 1124 in den Sojabohnen zum Verkauf ihrer Produktion genutzt. Das heißt, diese Leute können abwarten, selbst wenn der Kurs jetzt hier nach oben geht, ist das dem Farmer egal. Er hat seinen Gewinn in der Tasche und wenn es hier nach unten geht, freut er sich umso mehr. Dann hat er genau das Richtige gemacht. Achten Sie also bitte gerade bei den Grains auf solche Extremstände, die normalerweise eigentlich schon seit, Sie sehen es hier, seit Mitte 2014 nicht mehr da waren. Und hier sehen wir auch gleich das Beispiel, wer natürlich Rinder und Schweine züchtet und sonstiges Vieh im Bestand hat, was Hunger hat, der nutzt natürlich dann solchen günstigen Kurs zum Aufbau von einer Long-Position. Das heißt, diese Leute haben jetzt die Futtermittel, die sie benötigen, zum Verfüttern an ihre Viecher genutzt und sind hier massiv long gegangen. Das heißt, sie haben sich diese Position gesichert, diesen günstigen Preis, und jeder ist zufrieden. Die
Farmer haben natürlich darauf verzichtet, bei diesem Preis ihre Produktion zu verkaufen, weil es zu niedrig war. Die haben natürlich dann wieder hier reagiert. So, und jetzt schauen wir uns mal, was haben wir hier noch? Den Weizen-Future, und da sehen Sie hier, das ist der elektronisch gehandelte Weizen. Und Sie sehen auch hier, der Kurs ist jetzt gefallen. Und was passiert? Die kommerziellen Marktteilnehmer haben ihre Long-Positionen deutlich zurückgeführt im Anstieg. Jetzt könnten natürlich diese Kurse hier irgendwann wieder mal führen, dass in naher Zukunft die rote Balken wieder nach oben gehen. Sie merken schon, dass ich also kaum auf diese blauen Balken eingehe. Wie ich schon gesagt habe, am Anfang sind die für mich nicht relevant, weil wir wissen nicht, wer da von diesen Großspekulanten wann eine Position aufgebaut hat, weil das sind ja meistens Trendfolge und die kaufen nicht alle am Tief, sondern bei denen muss ein Trend erst angefangen haben, ein Trend zu werden. Dann gehen die long. Ja, Sie sehen ja hier in diesem Bereich sind die Kurse gestiegen. Hier hat bei den Großspekulanten haben bestimmte Handelssysteme gesagt, aha, wir gehen jetzt long, weil das ein Trend ist. Und was passiert? Der Balken geht ins Plus. Als dann dieser Trend nicht kam, sich nicht fortgesetzt hat, sind die natürlich durch ihre automatischen Stop-Marken sofort wieder rausgeflogen und die blauen Balken sind wieder ins Negative gerutscht. Also, wenn Sie einen Markt handeln und analysieren wollen anhand der COT-Daten, schauen Sie sich nicht nur die letzten 2 Jahre an, sondern schauen Sie sich das historische Bild an, machen Sie sich Ausdrucke von Ausschnitten und versuchen Sie irgendwas zu erkennen, wie ich das gemacht habe bei Gold und bei Rohöl, dass bestimmte Regelmäßigkeiten schon seit Jahren nicht mehr auftreten, um Ihr Verhalten an das aktuelle Marktverhalten anzupassen. Es hat auch noch nie geschadet, über den Tellerrand zu gucken. Und wie gesagt, wenn Sie jetzt hier so einen Chart haben, dann sollten Sie diesen dann speziell noch als Layout abspeichern in Ihrem eigenen Ordner. Dann haben Sie den immer zur Verfügung. Vielleicht legen Sie sich ja noch irgendeinen Indikator drüber oder sonst irgendwas, damit Sie immer das gleiche Bild sehen. So, meine Damen und Herren, das war's aus Bobs Analystenstube. Auch diesmal ist der Film wieder etwas länger geworden als erwünscht. Ich hoffe, ich habe Ihnen was Neues gezeigt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.